Wir haben ja schon in den letzten Videos von der kosmischen Strahlung gesprochen. Klangpartikel, die von überall aus dem Weltraum kommen. Wir haben auch erklärt, dass diese Strahlungen von unserer Atmosphäre und von dem Magnetfeld aufgelenkt gehen und uns dadurch hier auf der Erde schützen. Wir haben uns gefragt, was geschieht, wenn man den Schutz nicht hätte. Das heißt, wie dürfen Mionen sich verhalten, wenn man sie ganz oben hoch in der Atmosphäre muss? Am Anfang haben wir uns zusammen gesagt, um zu gucken, was wir mit dem Projekt machen wollten. Dann haben wir einen Kalender gemacht mit allen Deadlines für verschiedene Etappen, die wir brauchen. Dann haben wir uns bestellt, die nötige Investitionen gefragt. Aber kurz vor dem Start, als die Pandemie kam, wir müssen auf so einen Start. Dieses Jahr hatten wir aber die Chance, Ende März die Wiederbelebung der Erde zu starten. Was genau an unserer Sonde dran war, kann der Christoph erst mehr erzählen. Der wichtigste Teil von unserer Sonde war der Myonen-Detektor, den wir in Kooperation mit dem FabLab bei der Mission gebaut haben. Und plus brauchen wir einen Datenlocker. Der sieht uns die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Druck. Und am plus hat einen GPS drauf, wodurch wir die Position und die Zeitpunkt wieder belocken können. Gesehen. Außerdem braucht man GPS-Tracker, wo man dann mal den Ballon dann noch fahren nach dem Land. Wir haben Kameras und Seiten von der Sonde gemacht, wo man ziemlich impressiv Bildmaterial abgeholt hat. Das ganz gerne ist die Reporskirche dran, die man dann unter einen Fallschirm und einen Wiederwollen und Druck gestreckt hat.
oder wie bei allen Experimenten sind die Sachen schiefgelaufen. Aber wir konnten schlussendlich proper Daten raus, die wir analysieren konnten. Die meisten Millionen haben wir bei ungefähr 15 km gemacht. Das ist wieder ein stark für also mehr mal als Julia. Wir haben noch die Chance, als Fehler zu verbessern. Aber ein paar Mal in Stadt wollen, das wird wieder machen.